Hallo zusammen, Lightroom Workflow Tutorial Teil 1, Dateimanagement, Import, Suchen, Schlagworte, Ordnerstruktur, alles was also dazu gehört. Also das drumherum, nicht Bilderbearbeitung, sondern Bilderverwaltung, was sofort ein Thema wird, wenn man mehr als, wenn man mehr als 35 Bilder hat, ist das ja ein Thema. Und das ist meiner Meinung nach auch die größte Stärke von Lightroom, diese Fähigkeit, Bilder zu verwalten, wiederzufinden und so weiter. Darum geht es heute. Import von Dateien. Ich mache das so, dass ich tatsächlich mit der SD-Karte arbeite und die reinstecke und dann in Lightroom importiere. Das kann man anders machen. Man kann die Bilder auf beliebige Art und Weise auf den Computer erst drauf kopieren und dann von da aus importieren natürlich. Gibt es, glaube ich, keinen technischen wesentlichen Unterschied, weil Lightroom ja genau das macht. Es kopiert die Bilder. Das heißt, ich nehme meine Karte, stecke sie rein und dann wähle ich im Datei-Explorer bzw. im Finder die Dateien aus, mit denen ich halt arbeiten möchte. Als erstes deaktiviere ich jetzt mal mögliche Duplikate nicht importieren, logischerweise, weil die Bilder gibt es schon in meinem Computer. Ich kann Vorschauen erstellen, minimal oder halt eben 1:1 oder sowas. Ich mache das minimal. Früher habe ich das anders gemacht, aber mein Mac hat inzwischen so viel Power, dass ich die nicht mehr vorrendern muss oder sowas, sondern ich kopiere sie einfach rein, kann direkt damit arbeiten und jedes einzelne Bild halt eben löschen oder nicht löschen, je nachdem. Man könnte Dateien umbenennen, man könnte zur Sammlung hinzufügen, man könnte hier schon Stichworte hinzufügen, das mache ich alles nicht. Was ich normalerweise mache, sind Metadaten hier. Da gebe ich ein Copyright, also wenn ich hier jetzt auswähle, Stefan, da gebe ich dann halt rein, Copyright Stefan Wiesner, nicht mehr in Bern, und DE und irgendwie 29320. So, bearbeitet, speichern. So. Das heißt, da wird dann schon reingeschrieben, wirst du wohl, da wird dann reingeschrieben halt Copyright Stefan Wiesner. Und sonst mache ich hier gar nichts, keine Stichworte und gar nichts. Interessant ist noch die Option mit den Dateien. Wo packe ich denn die Bilder hin? Ich mache das tatsächlich so, dass ich wie ein Informatiker arbeite. Ich bin Informatiker. Dass ich also einen Jahresordner habe. Für jedes Jahr habe ich einen Ordner. Und dann für jeden Monat einen Ordner. Und dann für Ereignisse. Das können einfach Tagesdinger sein. Das können aber auch Ereignisse sein. Letzte Woche hatten wir Geburtstagsfeier. Es gibt also einen Ordner 2019. Da drinnen gibt es einen Ordner 2019-03 und da drinnen gibt es einen Ordner 2019-03 Familienfeier. Dadurch ist das Ganze automatisch chronologisch geordnet und so weiter und so fort. Das muss man nicht so machen. Viele machen das ja so, dass sie das thematisch machen. Also einen Ordner Urlaube haben und da drinnen dann einen Ordner Island. Und wenn sie mehrfach in Island waren, dann gibt es halt Island 2019, Island 2018. Das wird bei manchen Sachen halt schwierig. Wenn du eine Partnerin hast, die Petra heißt, dann hast du wahrscheinlich dann einen Ordner Petra, wo dann irgendwie sich über die Jahre 50.000 Bilder ansammeln oder so. Kann man machen, es gibt keinen technischen Grund dagegen, vor allem dann nicht, wenn du mit Schlagworten arbeitest, kommen wir gleich zu. Wenn du sehr systematisch alle Fotos mit Schlagworten versiehst, spielt es gar keine Rolle, wie du es machst. Wenn du so bist wie alle anderen außer dir und systematisch eben nicht heißt für jedes Foto, dann würde ich vorschlagen, überleg dir irgendeine Ordnerstruktur. Chronologisch hat Vor- und Nachteile. Ich mache das also, wie gesagt, chronologisch und lasse es beim Import gleich anlegen. Wenn ich Fotos von verschiedenen Tagen habe, dann heißt das, es gibt mehrere Ordner nachher. Das kann gut sein, das kann schlecht sein, manchmal ist gut, manchmal ist schlecht, je nachdem. So oder so kann ich dann ja im Lightroom die Dateien ganz normal hin und her kopieren, verschieben und so weiter. So und dahin schieben, wo ich sie halt hinhaben möchte. Sehr praktisch ist, wenn ich sie importiert habe, dann gibt es danach einen Ordner voriger Import, wo dann halt eben zum Beispiel die Bilder drin sind vom letzten Import, sodass ich die halt auch immer gleich griffbereit habe. Das heißt, wenn ich die aus verschiedenen Ordnern hätte, dann hätte ich bei dieser Sammlung voriger Import, da habe ich sie dann alle wieder in einer Ansicht und kann sie dann alle in einen Ordner verschieben oder sowas oder alle löschen oder was auch immer. Ich habe mir jetzt hier einen Ordner angelegt, Lightroom Tutorial. Dass man das einmal ganz kurz sieht, zum Beispiel Neuseeland, 2018 Neuseeland, da habe ich halt lauter Ordner angelegt. So ein bisschen mit Datum und mit Ort. Das hat den Vorteil für mich, dass es ein bisschen chronologisch ist, weil die Orte sind ja geografisch, ne? Wir sind da irgendwie im Kreis gefahren und so. Und ich möchte die sowohl chronologisch haben, weil ich im Kopf immer noch habe, in welcher Reihenfolge wir gefahren sind. Aber ich möchte halt auch einen Ordner für die Hauptorte haben, weil da kann ich sehr konkret, sehr einfach, sehr schnell sagen, zeig mir mal die Bilder vom Tangeriro Crossing oder zeig mir mal die Bilder von Whakariki Beach oder wie auch immer.
Oder hier habe ich halt jetzt zum Beispiel einen Ordner Ronja von Christina, also Fotos, die Christina von Ronja gemacht hat, einen Ordner Gartenarbeit, Geburtstagsfeier und so weiter. Also halt einfach so die Sachen, die aktuell halt so bei uns gerade am Laufen sind. Und zusätzlich habe ich mir jetzt einen Ordner gemacht, Lightroom Tutorial, da habe ich gerade die Bilder rein importiert. Das sind jetzt bewusst verschiedene Fotos und zwar auch mit verschiedenen Kameras. Das ist bei mir zumindest auch sehr typisch, wenn ich von einem Ausflug zurückkomme oder von einem Urlaub oder sowas, dass ich Fotos von verschiedenen Kameras habe. Und ich mache das so, dass ich auf verschiedene Kameras auch verschiedene Entwicklungseinstellungen mache. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht, da komme ich gleich drauf. Schlagworte. Für die Suche brauche ich Schlagworte. Ich kann suchen nach Metadaten, also zum Beispiel nach Datum oder nach Kamera und sagen, zeig mir mal alle Bilder, die ich mit der Sony A7R III gemacht habe. Das geht. Aber typischerweise will ich ja vor allem auch inhaltliche Suchen haben. Also ich will zum Beispiel Fotos haben von Ronja. Oder ich will Fotos haben, wo ein Stativ drauf ist oder Fotos vom Meer oder wie auch immer. Da gibt es teilweise kostenpflichtige Plugins, mit denen man die Suche halt intelligenter machen kann und so weiter, benutze ich nicht. Ich bin da ganz old-fashioned. Weil bei mir ist es halt auch wichtig, zum Beispiel wenn da ein Stativ drauf ist, dann will ich nicht wissen, ich will nicht ein Foto von einem Stativ haben, sondern ich will ein Foto haben von einem Rollei-Stativ. Oder wenn da ein Objektiv drauf ist, dann will ich ein Foto von einem Sigma-Objektiv haben und nicht von einem Sony-Objektiv, weil ich das halt sehr häufig brauche für meinen Blog oder für Videos und so. Deswegen brauche ich häufig eine sehr differenzierte Unterscheidung. Ich arbeite nicht mit der Gesichtserkennung. Als die neu rauskam, hatte ich das mal ausprobiert. Das ist zum einen sehr langsam. Damals war es auch nicht sehr gut. Ich weiß nicht, ob es inzwischen gut ist. Meine persönliche Erfahrung ist jedenfalls bei verschiedenen solchen Diensten, dass das nur so bedingt funktioniert und es ist einfach doof, wenn es manchmal funktioniert. Außerdem ist es natürlich auch so eine Privacy-Geschichte. Ich will eigentlich nicht, dass Adobe alle meine Freunde mit Gesicht erkennt. Nämlich old-fashioned, aber ich bin halt auch Informatiker und ich weiß, wie das ist mit den Daten und so. Und deswegen, es ist nicht ganz schlüssig, weil ich selbst ja auch sage, okay, das ist Christina und ich mache das Schlagwort Christina drauf. Das heißt, Adobe weiß sowieso, dass es ein Bild von Christina ist. So. Aber zumindest möchte ich da nicht die Gesichtserkennung drüber laufen lassen. So, ich habe jetzt hier gemischte Bilder. Und was ich jetzt machen kann, ich kann hier jedes einzelne Bild anklicken und sagen, okay, das ist die Katze. Und ich kann sagen, Niki, weil die Katze Niki heißt. Und ich kann sagen, das ist bei uns zu Hause, Indoor. So, das geht, ist aber natürlich sehr mühsam, wenn ich mehrere Bilder habe. Ich kann mehrere Bilder markieren, ganz normal. Indem ich halt mehrere Bilder mit der Command-Taste bei mir in dem Fall oder Steuerung auswähle und dann kann ich das halt auf alle rauf machen. Man sieht das hier jetzt auch, man sieht die Schlagworte mit dem Stern dahinter. Das heißt, ein Teil der Bilder hat dieses Schlagwort. Ich kann das Stern wegnehmen und dann haben alle Bilder das. Das geht ohne Probleme, hat Vor- und Nachteile natürlich mal wieder, es wird auch schnell mühsam. Außerdem hast du hier Vorschläge, das heißt, wenn ich das auswähle, das ist die Jana. Dann kann ich hier, habe ich vorgegebene Benutzer definiert, da kannst du welche hinterlegen. Wenn du zum Beispiel häufig verschiedene Szenarien hast, manchmal Hochzeiten, manchmal Urlaub, manchmal privat, dann kannst du dir mehrere Presets quasi da legen, sodass du die schneller im Zugriff hast. Das ist ziemlich effizient, das nutze ich auch sehr viel. Außerdem gibt es hier so automatische Stichwortvorschläge, das funktioniert irgendwie gar nicht, hat noch nie funktioniert bei mir. Aber es liegt vielleicht auch daran, an der Art, wie ich die Stichworte vergebe. Für mich funktioniert das sehr selten. Eine andere Möglichkeit ist, dass ich hingehe und die Spraydose benutze. Ich kann zum Beispiel Spraydose benutzen und kann hier beim Malen Stichwörter auswählen und kann sagen zum Beispiel Meer. Und jetzt kann ich hingehen und sagen Meer, Meer. Und jetzt kann ich hingehen und sagen Porträt. Und dann kann ich sagen, okay, Jana ist ein Porträt und Stefan ist ein Porträt. Und so kann ich halt super effizient, gerade wenn ich so eine bunte Sammlung habe, auf einem Foto, auf ein paar Fotos ist Ronja drauf, auf ein paar ist Christina drauf, auf ein paar sind Christina und Ronja drauf und so, kann ich super effizient durchgehen. Das nutze ich nicht so oft, wie ich sollte, aber ich nutze es häufig, um so bunte Sammlungen ganz schnell mit Schlagworten zu vergeben. Ich glaube, viel schneller geht das, glaube ich, nicht. Das macht dann überhaupt gar keine Mühe. Suchen. Für die Suche gibt es diverse Möglichkeiten. Ich kann arbeiten, indem ich wenn ich in der Bibliothek bin, G, dann kann ich hier oben Bibliotheksfilter anwenden und sagen, ich suche nach Text. Ich kann jetzt hier also zum Beispiel suchen nach Niki, unserer Katze. Und dann werden halt Katzenbilder angezeigt in dem Ordner, in dem ich gerade bin oder in der Sammlung, in der ich gerade bin. Das heißt, hier sehe ich jetzt nur die Niki-Bilder. Das nutze ich super viel. Das ist mega effizient. Ich kann auch anders vorgehen. Ich kann auch hier hingehen, auf die Stichworte selbst klicken. Stichwortliste, aber das sind bei mir so viele, das ist so super ineffizient. Das mache ich also schon lange nicht mehr. Gucke ich nie wieder rein.
sondern ich nutze tatsächlich immer die Suche. Zusätzlich könnte ich hier nach Metadaten suchen und halt sagen, okay, ich will nur die Kameras oder die Objektive oder sowas haben, oder ich kann nach Datum suchen oder nach Bewertung suchen. Das mache ich viel, dass ich filtere nach Bewertung. Dafür kann ich unten rechts hingehen und sagen, hier Filter, zeige ich mir nur die Bilder, die mindestens einen Stern haben, zum Beispiel, zack, das mal weg da oben, mindestens einen Stern, ist jetzt gar keins, ich gebe dem Niki mal einen Stern und dem gebe ich mal, ups, dem gebe ich mal zwei Sterne und dem gebe ich einen Stern, so. Und wenn ich jetzt filtere nach mindestens einen Stern, dann habe ich die beiden Bilder, da arbeite ich super viel mit, also all the time, ständig. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, mit Smart-Sammlungen zu arbeiten. Auch sehr effizient. Dafür gehe ich in die Sammlung und da kann ich zum Beispiel, ich zeige mal, was ich hier so habe, zum Beispiel besten Bilder von Ronja, besten Bilder von Stefan. Also so quasi, das, ich bearbeite das mal. Man kann da hingehen dann, Smart-Sammlung bearbeiten. Und das ist jetzt zum Beispiel Stichwörter, enthält die Wörter Stefan. Die Bewertung ist größer oder gleich 3 Sterne und das Aufnahmedatum liegt in den letzten 4 Jahren. Das heißt quasi, die Bilder, wo ich mich markiert habe, aus den letzten 4 Jahren, denen ich mindestens 3 Sterne gegeben habe. Und genau sowas habe ich natürlich für Ronja und genau sowas habe ich für alle meine Bilder, also so Best of letzte Jahre quasi, weil da arbeite ich ständig mit, dass ich sage, zeig mir mal gute Bilder von mir, weil ich das häufig halt für den Blog oder für YouTube oder sowas brauche oder auch für diverse Sachen. Zusätzlich kann man sich da natürlich Sachen machen, wenn man mit Schlagworten arbeitet, eben zeig mir alle Sportbilder oder zeig mir alle Bilder vom Hallenhandball oder zeige ich mir alle Bilder vom Meer oder wie auch immer. Smart-Sammlungen sind super effizient. Wenn du merkst, dass du häufiger irgendwas suchst, mach dir eine Smart-Sammlung. Smart deswegen, weil die aktualisiert sich ständig. Sobald du ein neues Schlagwort vergibst, ist das automatisch damit drin. Dann gucken wir uns noch schnell Dateimanagement an. Ich wähle mal Niki aus, ich drücke Command R und dann bin ich automatisch in dem Ordner. So, und jetzt sehen wir hier unsere XMP-Dateien. Die XMP-Datei, das ist eine XML-Datei für die Techniker. Und die, ich ziehe das mal da rein, die sieht so aus, da sind die Metadaten drin. Das hat den Vorteil, das ist ein offener Standard. Ich könnte diese Dateien auch jetzt in ein anderes Programm reinnehmen, wenn das XMP-Dateien lesen kann. Und sehr viele Programme können das. Dann kann ich die damit arbeiten. Also wenn ich dann irgendwann mal das Programm wechseln will oder wenn ich Dateien austauschen möchte, oder wenn ich Dateien zwischen verschiedenen Computern austauschen möchte, kann ich die mit diesen XMP-Dateien, dann ist es quasi immer zusammen. Und man muss nicht Lightroom haben, nicht die gleiche Lightroom-Version haben und so weiter und so fort. Das ist noch sehr convenient manchmal. Hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist halt, ich habe doppelt so viele Dateien. Der Vorteil ist, wenn ich an der Datei was ändere, also wenn ich im Lightroom hingehe und zum Beispiel ein Schlagwort hinzufüge, dann ändert sich die XMP-Datei, aber nicht die Bilddatei. Gerade für Backup ist das ein Thema, weil im Backup ändert sich dann nur die winzige Textdatei und nicht das Bild. Zumal ich nicht möchte, dass mein Bild geschrieben wird, weil beim Schreiben können immer irgendwie Dateien kaputt gehen natürlich. Und das möchte ich möglichst verhindern. Also das ist meiner Meinung nach eine sehr sinnvolle Vorgehensweise. Man kann aber auch in Lightroom Einstellungen gehen und das eben nicht reinmachen. Der Nachteil ist, es sind 2 Dateien, es ist ein Tick langsamer. Spielt bei mir jetzt keine Rolle mehr bei dem Rechner, aber wenn du einen langsamen Rechner hast, dann willst du das eventuell ausschalten, weil das eventuell, vielleicht mal ausprobieren, ein Tick langsamer ist. So, das war ein kurzer Überblick über Dateihandhabung, Verwaltung und so weiter, wie ich das mache, Suche, Stichworte und eben wo landen die Bilder eigentlich. Ich hoffe, das war nützlich und hilfreich. Viel Erfolg mit deiner Dateiverwaltung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.